Der Tech-Check, präsentiert von Mobile Geeks und Ausfahrt TV. Ja, hallo, mein Name ist Martin Golka. Ich bin bei Opel zuständig für die Mini- und Kleinfahrzeuge im Bereich Produktmarketing und darf Sie heute hier im neuen Adam Rocks begrüßen, um Ihnen das IntelliLink-System vorzustellen. Genau wie der Adam gehört auch der Adam Rocks. Ist der Adam Rocks der bestvernetzte Kleinwagen auf dem Markt. Wir haben Ende 2013 den Best Connected Car Award für den Adam erhalten und genau das gleiche IntelliLink-System findet sich jetzt hier im brandneuen Adam Rocks. Ein System, das sehr attraktiv für den Kunden ist, da wir einen sehr günstigen Einstiegspreis oder Listpreis darstellen können von nur 300 Euro Aufpreis gegenüber dem Basis-Infotainment-System. Und in der Folge haben wir mehr als 60% unserer Kundschaft, die sich für diese Option entscheiden. Und ich möchte Ihnen gerne heute demonstrieren, was mit dem IntelliLink-System alles möglich ist. Das IntelliLink-System befindet sich mittig platziert in der Mittelkonsole des Opel Adam, respektive des Opel Adam Rocks. Ist ein hochauflösender 7 Zoll LCD-Touchscreen, der lediglich mit vier physischen Tasten auskommt, einmal für die Lautstärkeregelung, für An-Aus und für den Home-Button. Hier sehen Sie das Home-Menü, wo ich die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten habe, um die unterschiedlichen Funktionalitäten des IntelliLink-Systems zu nutzen. Natürlich haben wir eine Audio-Funktion. Hier haben Sie die Möglichkeit, AM, FM oder sogar auch DAB Audioinhalte abzuspielen. Ich sehe auch hier schon das erste Gerät, was ich über Konnektivität ansteuern kann, in dem Fall einen iPod. Des Weiteren ist das IntelliLink-System verbunden mit der Lenkrad-Fernbedienung. Das heißt, ich kann sehr sicher und sehr komfortabel die Funktionalitäten des Systems über Schalter und Drehrädchen im Lenkrad steuern, ohne dass ich meinen Blick von der Straße nehmen muss. Ich kann die Lautstärke regulieren, ich kann Telefonate annehmen, ich kann zum Beispiel über die Siri Eyes-Free-Funktionalität für Apple-Devices, Apple-Telefone, Textsendungen, Textmessages, SMS versenden, ich kann E-Mails versenden, mir vorlesen lassen, ich kann alle Kalendereinträge vornehmen und selbstverständlich Telefonate führen. Grundsätzlich bietet das IntelliLink-System eine sehr, sehr gute Konnektivität, Anbindung für diverse Smartphones. Wir unterstützen voll Android-Telefone, Apple iOS-Telefone, aber auch Windows-Mobile-Telefone. Die Anbindung erfolgt einmal über Bluetooth, also drahtlos, respektive über eine USB-Verbindung. Der USB-Slot, die Klinke befindet sich neben dem AUX-In in der Mittelkonsole unterhalb des IntelliLink-Systems und verbindet entsprechend das Gerät über Kabel mit dem IntelliLink. Über diese Kabelverbindung in dem Fall sind wir auch in der Lage, diverse Apps darzustellen. Über Bluetooth respektive USB sind wir in der Lage, diverse Apps zu unterstützen. Die Apps befinden sich alle auf Ihrem Smartphone und werden im IntelliLink-System gespiegelt. Die erste App ist TuneIn, eine App für Internetradio. Das heißt, Ihr Telefon ist mit dem Internet verbunden und über diese Verbindung bringen wir dann die Audioinhalte über IntelliLink in den Adam oder den Adam Rocks. Stitcher, Radio Podcast, Beiträge, die ebenso auf IntelliLink dargestellt werden können. Sicherlich die wichtigste App ist die Pringo-Navigation. Im Adam und im Adam Rocks gibt es die Möglichkeit, auf Ihrem Smartphone, sei es auf einem Apple-Telefon oder auch auf Android-Geräten, die Pringo-App runterzuladen von den entsprechenden Stores. Die App ist auf Ihrem Smartphone installiert und wird wiederum auf den Screen des IntelliLink-Systems gespiegelt. Die Navigation ist verfügbar für Westeuropa sowie für Osteuropa und bietet eine Turn-by-Turn-Navigation. Wir nutzen IntelliLink darüber hinaus, das Display des IntelliLink-Systems darüber hinaus auch, um die verschiedenen Fahrzeuginhalte im Adam und im Adam Rocks darzustellen. Sie können hier die Einstellungen des Fahrzeugs konfigurieren. Wenn Sie unseren automatischen Parkassistenten bestellen, dann erfolgt die Bedienführung, die Bedienlogik ebenfalls über das Display des IntelliLink-Systems. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, über die sogenannte Galerie
Inhalte, Medieninhalte von Datenträgern einzuspielen. Das können Bilder sein, das können auch Videos sein. Das Ganze bei Videos funktioniert nur, wenn das Fahrzeug sich im Stillstand befindet, eben aus Sicherheitsgründen. Des Weiteren ganz normal hier die Telefonfunktion. Ich habe vollen Zugriff auf das Adressbuch in meinem Telefon. Wiederum kann über die Funktionalität der Lenkradfernbedienung sehr, sehr bequem, sehr sicher, sehr komfortabel Telefonate tätigen, annehmen und ja, habe dadurch eben eine sehr gute Anbindung nach draußen. Kurzum, IntelliLink im Adam Rocks, der bestvernetzte Kleinwagen auf dem Markt. Ein sehr attraktives Gerät, macht auch optisch sehr, sehr viel her im Innenraum mit einer hochauflösenden Grafik. Kommt sehr, sehr gut an bei unseren Kunden. Der Aufpreis ist sehr gering, sehr attraktiv und wir denken, dass wir dadurch den Markenwert, den Opel im Bereich Konnektivität besetzt, sehr, sehr gut transportieren in dieses Lifestyle-Segment. Eine weitere Möglichkeit, Ihr Smartphone sicher und komfortabel im Adam und Adam Rocks zu platzieren, ist unser sogenanntes Flexdock. Das sehen Sie hier oben auf dem Instrumententräger. Ich kann dort in diese Halterung das Telefon einstecken und arretieren und habe dann über eine USB-Verbindung genau die gleichen Verbindungsmöglichkeiten wie über den USB-Slot hier in der Mittelkonsole. Der Vorteil ist, dass ich immer den Bildschirm meines Telefons jederzeit im Blick habe. Ja, der Adam Rocks, das neue Mitglied der Opel Adam Familie, kerniger im Auftritt, selbstbewusster, markanter, der Adam Crossover in unserem Portfolio, wird ab Oktober im deutschen Handel verfügbar sein zu einem Preis ab 15.990 Euro. Viel Spaß damit!